Consulting Superpower Nummer 2. Dress for Success. Heißt das also, T-Shirt ist tabu? Ich glaube nein. Ich denke, deine Kleidung muss vor allem zum Anlass passen und zu deiner Zielgruppe, mit der du sprichst. Das heißt, egal ob Jeans und T-Shirt, Chinohose mit Poloshirt oder ein dreiteiliger super-duper Anzug, es muss zum Anlass passen, es muss dazu passen, mit wem du sprichst, welche Leute du vor dir hast. Das hat mit Glaubwürdigkeit zu tun. Man kann wirklich overdressed sein und die Leute nehmen einen nicht ernst. Man kann genauso gut underdressed sein und dasselbe Ergebnis ist der Fall. Also überlege dir, vor wem stehst du, mit wem hast du zu tun und kleide dich entsprechend. Und achte darauf, dass die Kleidung sauber ist. Hemden sind gebügelt natürlich, die Frisur sitzt, gut rasiert, frisch geduscht. Und dann kann nichts mehr schiefgehen. Dress for Success.